Krogi hat es gerade ausgerechnet, Episode 7, laut seinen Rückrechnung. Plus minus 4. Plus minus 4, ganz ja, genau. Exakt. Und wir machen weiter. Wir haben gerade Essen bestellt. Super lecker, du hast hier was Rundes bestellt, ich mir auch. Soll ich das sagen, was ich mir bestellt habe? Ja, deins ist voll langweilig, deswegen habe ich nicht gesagt. Ist überhaupt nicht langweilig. Überhaupt nicht. Die beste Pizza auf der ganzen Welt. Sie hat einen kleinen Bonus. Ist Pizza Margherita, sie ist perfekt. Es ist Teig, es ist Tomatensauce, es ist Käse. Perfekt. Ja. Und jetzt mit einem kleinen Update. Käse im Rand. Käse im Rand. Käse im Rand, der bei deiner Konstellation fast genauso teuer ist wie die Grundpizza Margherita. Ja, aber ey, come on. Ja, aber das wird gut. Ich bin gespannt. Ich leiste es mir sehr selten, Käse im Rand, ja, weil der einfach so schweineteuer ist. Und ich habe mir die Aktion bestellt mit Belag drauf im Vergleich zu dir. Okay, ja, schau mal. Ich gebe dir auf jeden Fall ein Stück ab. Aber lass dich lang rumlaufen um Pizza. Ich will unbedingt wissen, was hinter diesem Türchen liegt, hinter dem Troll. Weil den haben wir jetzt gerade besiegt. Also gehen wir bitte zurück ins Spiel. Ich bin immer noch am Pad. Mein Name ist Michael Krogmann, Dennis Ritarski. Hallo. Okay. Die Heilung haben wir nicht gebraucht, nee, erinnere mich. Ich gehe trotzdem mal rein, guck sie mir nochmal an, habe ich nicht gebraucht. Guck sie dir mal an, kannst du die nehmen? Kann ich nehmen. Brauchst du die? Nee. Hier kommt ist der Troll hochgekommen. Das heißt, jetzt können wir doch bestimmt hier was machen, ja. Ja, mach auf die Tür. Ah, den Stein haben wir. Denk rein, dein Glas. Alles da, diesen Siegel-Türstein. Das ist da. Geil, Alter, die leuchtet im Dunkeln. Was ist denn hier Geiles? Das ist eine Höhle, Micha. Wie geil ist denn diese Höhle? Guck mal da mit den zwei Rücklichtern an der Truhe dran. Mhm. Fährt gut. Ey, ein Stück Axt! Leviathans Spur. Aber es ist grau. Ein mächtiger Axtwurf, der alle Gegner auf seiner Bahn niedermäht. Das möchte ich mir jetzt angucken, weil die Beschreibung gefällt mir. Ja, Axt steht da im Satz. Ich habe nämlich Axtwurf gelesen. Ja, ich glaube. Ja, die Frage ist nur, wie viel Schaden macht der? Weil diese Stun-Moves haben häufig in Videospielen ein wenig Schaden dafür, dass sie da eine Statusveränderung drin haben. Mm, okay. Stimmt, wir können auch mal unsere Rundangriffe natürlich verbessern, wenn wir das denn wollen. Ja, dann müssen wir erst wieder zu dem Zwerg. Die können wir tatsächlich, glaube ich, so verbessern, weil, wie es gerade hier leuchtet, mit Erfahrung. Ja, das stimmt. Erfahrung können wir so anwenden. Aber wollten wir nicht sparen? Haben wir schon, ne? Wir haben den. Wir haben, ja, gespart. Das haben wir schon getan. Wir haben jetzt, das ist ja unser. Ne, den haben wir nicht. Den haben wir, den Angriff des weißen Bären. Den finde ich eigentlich auch gut. Betäubung und Frostschaden. Und das ist plus ein Schaden, plus eins Frost, plus eins Betäubung. Okay, das ist besser. Oder? Das müsste besser sein. Schaden? Ja, also ich gucke jetzt gerade auch hier in der Mitte. Schaden ist nur ein Feld ausgewählt. Hm. Hier sind 4. Frostschaden 2. Der ist doch viel besser. Ja. Oder? Jetzt mal ausprobieren. Plus 1 Schaden, plus 1 Betrag. Siehst du das? Ja, ich lese noch. Hier ist so viel. Deswegen Abklingzeit 40 Sekunden gezielt. Ja, hier ist Typ Nahkampf. Das ist korrekt. Muss schon. Hm. Geh nochmal runter. Die Helsberührung und Utgard-Hieb. Okay. Plus 1 Frost, plus 2 Betäubung. Also die scheinen nicht so stark zu sein. Und der hier hat, ja, also das Ding ist, dass ich glaube, diese Runenangriffe sind eher gut, um die Gegner vorzubereiten für den Schaden. Den machst du ja eigentlich mit deinen Standardangriffen und Kombos und dem aufgeladenen R2. Deswegen weiß ich nicht, ob es vielleicht klüger wäre, hier eher auf die Funktionalität dieser Angriffe zu achten, als auf den Schaden. Ja, du hast recht. Dann würde ich aber, dann finde ich ihn schon gut. Dann lass sie noch mal verbessern. Welchen denn? Den Angriff des weißen Bären, den wir die ganze Zeit nutzen. Das ist R2 oder. Warte mal. Nee, das ist L1 und R1. Ja, L1 und R1. Das, ah, okay. das ist der kleine. Und was ist, was steht da rechts? Steht auch, drücken Sie R2 oder R1 für einen Schildstoß als Vollgang. Ach, das ist denn die verbesserte Stufe. Exakt, ganz genau. Okay, also das halten und dann noch einen Folgeangriff hinterher. Also bam und dann macht er nichts mehr. Und R2 oder R1. Also das ist doch eigentlich ganz cool sogar. Ja, mach mal, mach mal. Ich hab's nicht. Wir können aber noch, bevor wir lass einmal noch beim starken Runenangriff schauen, bitte. Okay. Bevor wir jetzt unsere Erfahrung verballern. Da haben wir nämlich momentan den Amboss. Ne, haben wir nämlich doch den Amboss ausgewählt. Den finde ich auch gut. Und den können wir auch verbessern, tatsächlich. Der ist auch geil. Der hat noch mehr Frost. Mhm. Einfach noch mehr Frost. Ermöglicht einen zusätzlichen Folgeangriff durch Drücken von R2. Das ist echt ganz geil. Ich wäre eher für den. Das ist ja mein Startangriff oft. Ja, genau. Wenn du noch einen machen kannst, komm, den verbessern wir. Voll ab verbessert! Cool. Okay. Dann geht's weiter. Ja, wir sind viel stärker. Hier ist so ein Zeug hier. Genau. Okay, ich komme da gar nicht hin anscheinend. Ich komme da nicht hin. Also okay, dann geht's hier weiter. Kletter, kletter, kletter. Jumpy, jumpy, jumpy. Guck mal, hoch geht's. Einmal umdrehen, das ist immer wichtig. Gucken, ob es noch was gibt. Ich kann nichts sehen. Nix. Also gehe ich weiter. Oh. Alter, der Junge ist schon da, oder was? Frische Luft tut gut. Geil. Hier sind wir wieder beim. Ja. Okay, wir haben die Area geklärt. Sind da, wo der Drache war, ne? Ja. Cool. Guck
Guck mal, Frage ist jetzt, hätten wir den Drachen auch nachträglich befreien können? Guck mal, da ist noch ein Vogel. Ja, denke ich schon, dass du das machen können. Ja, dann doch. Würde der jetzt hier abhängen. Dann lass uns doch mal, die Quest haben wir gelöst, die geht zurück. Dann lass uns unsere... Was ist mit den Leuten passiert, die hier leben? Folge den Hinweisen, Junge. Klar, klar, den Hinweisen folgen. Na gut, also, da war ein böser Zwergenkönig und er ließ all diese Leute Monster jagen. Die Leute sperrten sie in Käfige. Und dann? Keine Ahnung. Uns fehlt noch ein Hinweis. Zurück in die Burg? Nein, da drin ist nichts mehr für uns. Aber achte weiter auf Drachen in Ketten, Junge. Vielleicht entdeckst du noch mehr über den Zwergenkönig. Okay, also ich behaupte, dass wir hier erstmal... Ah gut, da oben, ne, da waren wir. Ich erinnere mich, da waren wir. Lass uns hier erstmal abdüsen. Ich wüsste jetzt auch nicht. Vater, warum machen die Götter uns Probleme? Weil das ihre Natur ist. Und wenn du erstmal da durchfährst, was mag da sein? Das ist auch unser Ziel. Und trotzdem verbreiten die Götter nur Elend. Oh, waren wir hier schon mal? Nee, oder? Es kann sein, dass wir hier die Quest bekommen haben. Ich weiß es nicht ganz genau. Ist das die Ecke? Ich weiß es nicht. Ich richte mich jetzt nach dem Kompass da oben, ne? Ja. Das könnte schon sein, dass wir... Oh ja, das war die Geschichte. Ich glaube, da erinnere ich mich dran. Oh. Dann können wir die ja jetzt abgeben hier. Genau. Ne? Das wäre auch ganz fein. Kletter da mal durch. Und dann würde ich mich auch mal wieder um die Mainquest kümmern wollen. Und vielleicht auch mal zum Schmied oder so. Hab wieder Bock drauf. Wir haben das Licht aus Alfheim bekommen, weißt du? Das müssen wir mal ein bisschen forcieren. So. Hier. Durch den Riss. Doch, doch, ich erinnere mich. Ja. Frage ist nur... Wir hätten auch hinten anlegen können, ne? Aber egal, oder? Ja, ich glaube, das ist jetzt auch... Ach nee, gar nicht. Gar nicht, Quatsch. Cool, hier können wir schon mal... Oder doch. Mit... Was habt ihr für den alten Brock? Ja, was hat er? Die Quest, ne? Wir müssen jetzt Dreieck drücken für Quest. Hingal. Wisst ihr, was das ist? Vergessenen Herz. Das Herz eines... Oh, ja, tja, genau, das ist es. War nicht leicht zu töten. Was du nicht sagst. Riesenmonster aus Felsbrocken gehen nicht leicht zu Boden... Bin schockiert. Neue Rezepturen freigeschaltet. Okay, gab wieder Erfahrung. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Clownbogenverbesserung. So, jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Ja, guck mal. Wir haben 42.000 Hacksilber. Das wird jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Herstellen würde ich jetzt mal nicht. Wir müssen mal bei Verbessern schauen, was wir da machen können. Und da würde ich jetzt mal... Da fangen wir mal mit dem Talisman an. Wir nutzen gerade den goldenen Talisman des Schutzes, richtig? Ja, der ist equipped. Mhm. Für schnellere Erholung sofort aktivieren, nachdem sie getroffen wurden. Verfügt auch über einen passiven Effekt. Das haben wir noch nie gemacht, glaube ich. Das ist... Ach so. Wenn du getroffen wirst, dann musst du schnell L1 drücken. Irgendwie entspricht der nicht unserer Spielweise, glaube ich. Ja, was macht denn Hornheimdals? Entfesseln sie einen Angriff, der Betäubungsschaden verursacht. Das ist auch viel geiler. Den sollten wir gleich erstmal auswählen. Erfolgreichen Blocken und Paran reduziert, okay. Das ist doch viel besser nachvollziehbar mit L1 und Kreis. Ja, aber zeig nochmal... Das ist quasi neu, noch ein Angriffsslot. Noch ein Special-Angriffsslot. Du hast einmal einen leichten Runenangriff, den schweren Runenangriff und du hast zusätzlich noch diesen L1 und Kreisangriff, also den Talisman-Angriff. Mhm. Fände ich ganz geil. Aber wir haben dann 12 Abwehr, 10 bis 12. Zeig mal den da drunter nochmal, wie viel wir jetzt gerade haben. Oh, guck mal, der hat nochmal diese 6 bis 8 Stärke obendrauf, was aber beim Gesamtwert von 91, sagen wir mal, so 5-10% ausmacht. Ja gut, wir würden jetzt Stärke und Abwehr verbessern, das ist korrekt. Es würde kosten 12.000 Hacksel, was ist arschteuer. Wollen wir hier vielleicht warten, ob wir noch einen anderen Talisman haben? Nee, würde ich jetzt auch nicht so entschlossen. Nee, das ist auch super teuer. Axtknauf, da können wir auch mal schauen, dass da was passiert. Oh ja, der ist lila, der sieht aus, als könnte man den gut verbessern, aber da fehlt uns noch... Da fehlt uns noch eine Sache, nämlich die Legierung. Ja. Okay, dann lassen wir ihn erstmal so. Die Hüftrüstung, schauen wir dort mal. Die ist grün. Scheiß auf grüne Rüstung. Finden wir bald eine geile... Ja, wir können sie jetzt verbessern. Ne? Ja, aber dann... Okay. Wir finden, hinter der nächsten Ecke ist unsere neue Hüftrüstung. Nee, wir können sie nicht verbessern. Guck mal, nicht die ausgerüstete können wir verbessern. Du hast vollkommen recht. Wir haben eine ausgerüstet und die ist nicht aufgelistet. Weil die ist nicht aufgelistet? Weil, weil er die wahrscheinlich verbessern kann. Hier, die ist jetzt dargestellt. Die haben wir equipped.
vollständig verbessern, um Werte zu erhöhen. Stärke 10 auf 12, Abwehr 6 auf 10. Das ist viel. Kostet uns 1500 und das, guck mal, die Ressourcen haben wir. Lass uns das auf jeden Fall machen. Ja, aber check nochmal die anderen aus. Vielleicht haben wir neue bei den Armrüstungssachen, so, die wir noch gar nicht... Guck mal, ist wesentlich schlechter. Die da oben sah aber interessant aus. Die mit 12 und 10 Huhn und Abwehr. Das stimmt, aber das nimmt uns viel von Stärke. Hat allerdings einen Zauberplatz, die aber auch, ja gut, ist mir eigentlich egal. Ich bin für unsere Wildschwein-Hautarmschienen. Ich finde sie geil. Die sind auch schon Stufe 2, ne? Ja. Die da drüber. Die da drüber sind schon Stufe 2, das stimmt. Wäre dann 2 plus. Ja, das ist natürlich nicht unrecht. Ich verstehe das Plus nicht ganz. Ja, wir sind jetzt auf Level 1 plus, weil sie schon mal verbessert haben, wären gleich auf Level 2 und die sind schon auf Level 2 und wären dann 2 plus. Wenn man macht erst von Level 1 auf Level 1 plus und anscheinend, also scheint mir gerade so. Okay, das ist aber sehr verwirrend. Okay, Brust können wir auch verbessern. Hätten wir auch Möglichkeiten. Stärke von 14 auf 16, Abwehr 8 auf 13. Das ist auch schon richtig gut eigentlich. Dann haben wir noch den Schuppen. Boah. Oh, der ist natürlich nice. Sieht geil aus. Aber es ist halt anders geskillt, ne? Nimmt uns voll die Stärke weg. Ja, aber wir kriegen noch einen weiteren Zauberplatz, wenn wir den verbessern. Das darfst du nicht nicht vergessen. Naja, aber sie hat, das ist, glaube ich, fast falsch gesagt. Denn guck mal, diese Rüstung hat momentan keinen. Ja. Wenn du sie verbessert, hast du einen. Unsere jetzige hat schon einen. Hat schon einen, ne? Ich würde sagen, lass uns die verbessern, die wir haben. Komm, dann hast du echt... Noch einmal hoch. Es fehlt so viel bei Stärke dann. Klar, Runen ist aber super viel. Wieso willst du die denn? Denn wenn die jetzt auch einen Zauberplatz hat, hat auch die viel bessere Werte. Naja, wieso? Stärke zieht sie super viel ab. Das Einzige, was viel besser ist, ist Runen. Ja, ich gucke immer nur auf die Gesamtzahl. Ich sehe 16 Runen und 13 Abwehr. Genau, aber. Nicht 29. Das ist richtig, aber guck mal, hier wird es ja erklärt. Runen machen wir, also klar, Runenangriffe nutzen wir, Elementarschaden ab und an. Aber die Standardangriffe, die wir immer nutzen, sind wesentlich schwächer. Ja, ja. Und das, ich bin auch ein Freund von Stärke, aber geh noch mal runter. Wenn wir hier 29 haben, haben wir hier 22, ne? Mhm. Aha, okay. Also, ich weiß nicht, ja, du hast natürlich vollkommen recht. Und wenn du sie upgradest, dann haben wir jetzt dann haben wir 29. Genau, dann wäre sie gleich stark. Genau, nur dass wir halt hier auf Stärke bleiben, ja, was ich eigentlich gut fände. Okay, die willst du machen? Wenn es für dich okay wäre, ja. ist okay mit mir. Okay. Dann mach das gerne. Okay. Wow! Alter, die wird grün! Nice. Okay. Stark. Ah, guck mal, jetzt ist rechts oben das Wasser gestiegen bei der 2. Das ist unser Equipment-Level. Verbessert auf Max. Okay. Dann schauen wir mal. Clownköcher. Ja, was können wir denn bei ihm mal machen? Verkürzt die Pfeilnaht. Ja, mittlerweile bin ich auch schon überlegen, ob man ihm auch mal was geben sollte. Haben wir doch fünf. Der ist doch jetzt schon stark. Ne, aber jetzt kannst du auch seinen Bogen verbessern. Hört den Fallschaden und schaltet neue Clownbogenfähigkeiten zum Kauf mit XP frei. Also kannst du noch seine Fähigkeiten verbessern. Sollten wir das müssen wir mal machen. Müssen wir machen. Aber trotzdem würde ich vorschlagen, eigentlich hätten wir als allererstes mal auf die Axt gucken müssen, die jetzt erst noch... Ne? Also eigentlich müssen wir mal... Da fehlt uns aber noch die Kraftnahme. Ah, okay, guck mal. Aber dann kannst du machen, was du willst. Dann mach ich mal das hier. Mal den Clownbogen. Ja. Guck mal, neuer Bogen, Buddy. Damit hat er... Geil. Ja, damit können wir neue Fähigkeiten für ihn auswählen. Das machen wir gleich mal. Können wir mal gucken, ne? Und genau. Dann noch Ausrufezeichen da oben bei Zauber. Zauber, schauen wir mal. Wir wollen natürlich, was ist das? Ein Zauber, der Vitalität um 3 erhöht. Ein Zauber, der Ablenkzeit um 3. Symbol der List, Runenkraft. Okay. Das können wir nicht, können wir nicht. Oh. Ja, weiß ich auch nicht. Wir können einen kaufen, aber... Nee, weiß keiner, weil nicht steht, was das bedeutet. Was meine ich denn jetzt mit Zauber? Ist das ein permanenter Buff, den wir immer haben? Ist das etwas, was auf unsere Rüstung draufkommt und irgendwie nur temporär bleibt? Dann lass doch mal einmal einen kaufen. 1000 Hacksilber ist ja nicht so viel. Du erinnerst dich, man kriegt, findet immer super schnell viel. Lass mal einmal hier für Runenkraft einen kaufen. Okay, was jetzt passiert? Symbol der List. Bonus auf Runenkraft. Okay. Okay, wahrscheinlich. Können auch nur einen. Ist gekauft. Wahrscheinlich ist er permanent. Da müssen wir alle kaufen. Ich gucke aber gleich mal im Inventar. Ja, ne? Guck einmal gleich müssen nach. Wir mal gucken. Verkaufen. Was würden wir dafür bekommen, wenn ich jetzt... Kriegst du Hacksilber für. Okay. Schuppen, den werden wir eh nicht nehmen. Könnte ich eigentlich jetzt verkaufen. Aber du bist kein Freund davon, weil wir haben eh so viel. Können wir haben momentan genug Kohle, ne? Genau. Artefakte. Die Hörner haben wir komplett. Die können wir verkaufen. Es gibt 15.000, also es war doch nicht so schlecht. Aber wir haben ja noch. Wenn wir Geld brauchen, dann verkaufen. Okay. Dann gucken wir noch einmal bei der... Lassen wir von unten anfangen.
Okay. Hüftrüstung, ist nicht ausgerüstet, Axtknauf, den können wir nicht verbessern. Talisman haben wir gesagt, machen wir gerade nicht. Also Armrüstung, dann lass uns die noch verbessern. Dann sind wir beim Wildschwein-Set. Okay. Denn hier, wobei, ich bin das gleiche Spiel wieder. Das Ding ist, man hätte bei Brooks Laden vielleicht vorher mal gucken können, was er für neuen Shit hat, den er verkauft. Und vielleicht hat er die super Tötungsaxt plus 18. Und dann hätten wir vielleicht die verbessern können. Können wir noch nicht kaufen, weil er muss auch dafür vergessene Herzen. Okay. Und die anderen. Oh, guck mal, wie er aussieht! Ja. Hey, in Jeans, Alter, Denim Kratos. Denim Kratos. Nice. Okay, also für die richtig geilen Sachen brauchen wir noch. Oh, das auch! Brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja, genau. Aber die ist, oh, ein bisschen zu tief, diese Bubi-Symbole da. Okay, also das bringt uns noch nichts. Armrüstung, da braucht er auch noch mehr geilen Shit für so richtig special Sachen. Fehlt uns auch. Atreus können wir natürlich auch noch was kaufen. Das ist vielleicht auch mal sinnvoll. Oh, das sieht aber so scheiße aus. Mit dem Rock oder was? Guck mal, Gegner Luft erleiden mehr Schaden. Beim Schnellfallen verursacht der letzte Fall mehr Schaden. Ah, man kann ihm schon was geben. Es ist alles. Das kostet schon, ne? Mhm. Das kostet aber richtig. Das kostet richtig. Nahkampfschaden. Komm, das ist schon geil, wenn er mehr Nahkampfschaden hat. Deutlich. Erhöht Atreus Nahkampfschaden deutlich. Eigentlich müssen wir das mal investieren. Okay. Bist du dabei? Ja, der überragende Kampf auf dem Rock. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Schön kuschelig da oben. Hui. Guck mal. So, jetzt können wir gleich nämlich auch verkaufen, wenn wir noch was brauchen wollen. Hier wollten wir noch gucken. Armrüstung. Okay, also für die guten Sachen brauchen wir einfach noch Special Items, die wir gerade nicht haben. Verbessern haben wir. Genau, wollten wir noch die Armrüstung verbessern. Das haben wir noch nicht getan. Das mache ich jetzt einfach mal. Alles klar. Wildschweinhautarmschienen verbessert. Sehr gut. Da sind wir jetzt auch auf Max. Dann Zauber Auferstehungssteine brauchen wir natürlich. Haben wir eben nicht gebraucht, deswegen haben wir ihn noch. Sehr gut. Verkaufen brauchen wir nicht. Dann sind wir jetzt erstmal hier fertig. Würde ich sagen. Mhm. Oder können wir noch was für unseren kleinen Boy kaufen. Atreus Rüstung haben wir gekauft, ne? Genau, das haben wir gekauft. Nee, dann. Verbessern. Achso, den Köcher können wir noch verbessern. Das haben wir noch nicht gemacht. Das lassen wir auch nochmal machen. Den haben wir noch nicht verbessert. Komm. Ein richtiges Upgrade bekommen, der kleine Boy. Und beenden. Jetzt gucke ich aber noch an den Skills. Weil anscheinend haben wir jetzt ja neue Möglichkeiten für Level 2. Alles da, Magiekampf. Lichtpfeile verursachen bei Gegnern mehr Betäubungsschaden. Das dürfen wir noch nicht. Und hier unten erhöht Pfeilschaden und Nahkampfschaden. Also eigentlich total gut und kostet nicht viel. Sollten wir auf jeden Fall machen. Mhm. Das ist gekauft. Und hier geht's weiter. Erhöht die Feuerrate des Klauenbogens. Sollten wir auch machen. Okay, was haben wir hier noch? Wie teuer war das? 250 müssen wir eh machen. Also, Betäubungsschaden, scheiß drauf. Machen wir jetzt. 250. Schwächungseffekt, ja. 500. Ach, komm. Super cheap. Okay, damit ist unser Boy aber wirklich jetzt am Start. Cool. Dann lass uns eben noch die Quest beenden, die eine. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Wir kommen jetzt hierher, oder? Ne, da kommen wir her. Da kommen wir. Ja, warte mal, links, guck noch mal links, bitte. Da leuchtet, siehst du oben diesen Schimmer? Ist das, da ist so, ne, es ist nur. Mhm. Das sah aus wie das Schimmern im Wasser bei dem Gold, aber das ist ja, okay. Nur, das ist, okay. Ich guck einmal auf die Karte, denn wir wollen die eine Quest noch beenden. Die ist hier, zum Jünger Thors zurückkehren. Muss ich dafür jetzt nochmal woanders hin? Wo bin ich denn gerade? Hier ist der Durchgang, Eingang zum Pass. Bist du hier der Typ? Ist das da? Laden. Laden. Ja, da sind wir, oder? Ja, ich denke auch. Das heißt, ich muss da noch einmal. Einmal durch und rechts. Also fahren, ne? Genau. Fahr da einfach, halt dich rechts, bist du da. Alter Mann. Beschleunigung von 0 auf 10 Knoten. Innerhalb von 3 Schritten. Die kann ich nicht lang. Ich muss dann wahrscheinlich erstmal hier rausfahren, dann recht. Ja, ne? Oh, ein Fisch. Wuhu. So, und dann machen wir eine Mainquest, Dennis. Okay. Ich will sehen, wie er jetzt kämpft. Als das Pferd den Pakt mit dem Jäger einging? Es ließ sich Zaumzeug anlegen und erlaubte dem Mann auf seinem Rücken zu reiten. Gemeinsam töteten sie den Hirsch und das Pferd bekam seinen Sieg. Ja, hier war's.
Doch der Jäger ließ das Pferd nicht frei und machte es zu seinem Sklaven. Also kostete seine Rache es die Freiheit. Hoffentlich war es das wert. War es nicht. Ich erinnere mich, da war das war hier, ne? Hier war noch dieser Geist-Typi. Mhm. Genau. Ihr da, habt ihr die Statue zerstört? Die Statue steht nicht mehr, Geist. Dann bin ich nicht mehr an diese Welt gebunden. Und geil. Kann den wahren Gott des Donners suchen. Er wird Rache erfahren. Ich danke euch vielmals. 2115. Tapferer Kerl, Tor ganz alleine zu suchen. Ja. Er ist ein Narr. Da kann man immer noch nicht ran. Was hat er hinterlassen? Ein Opfer für einen der Götter. Brauchen wir das? Nein, aber die Zwerge vielleicht. Neuer Herstellungsauftrag. Dankeschön. Hier geht's Butter oder was? Super lecker. Guck mal, du kriegst, warte mal, wir machen das mal. Okay, dann zeig mal ganz kurz hier, was das muss sein. Das ist immer das Schöne mit Dennis, wenn man was spielt, dass man hier ganz viele Hot Chilis kriegt. Aber ich glaube, die Regie ist gerade nicht bereit, um umzuschalten. Dann spielen wir einfach weiter. Aber du isst deine Pizza. Ja, mach das. Hier, ich gebe dir mal deine schon mal, wenn du willst. Du musst zumindest schon mal reinbeißen, okay. Solange sie noch mega warm ist. Guck mal, hier, mit, hier Margarita mit Käse im Rand, oder was? Käse im Rand, jetzt zeig das mal. Zeig ich mal ganz wie cool. Lecker der ist. Kann man das sehen? Moment. Hier, da ist Käse im Rand. Ja, ja, das sieht man. Das sieht man gut. Beiß mal rein. Der ist auch gelber als der andere Käse. Mhm. Ist geil, aber ich bin am Zocken, wir wechseln uns ja eh gleich ab, also ich spiele weiter. Ja. Und du mammst mal ein bisschen was. Okay. Wir haben eben. Heiß. Wir haben eben von dem Geist Rüstungsteile bekommen und die können wir zu Brock oder Sindri bringen. Dann können wir eine geile Rüstung bauen. Tyrs Rüstung anfertigen. Das machen wir, aber da kommen wir ja später mal hin. Wir haben gerade unseren ganzen Shit verbessert, das wäre voll ärgerlich, wenn wir jetzt eine neue Rüstung kriegen. Ja, ich beschwere mich nicht. Aber okay. Schon. Okay. Schriftlich werde ich da. Bei der Zwergengenossenschaft. Ja. Was das soll. Genau. Die Quest ist erledigt, abgeschlossen. Ja. Richtig formell. Jetzt geht's zurück zur Main Quest. Dafür müssen wir hier andocken. Und gleich auf den Berg da oben. Und Brock müsste ja auch in dem Gebäude sein. Dann gehen wir noch einmal zu Brock. Gucken mal, ob wir das eben noch erledigen können. Ich mach's mir nochmal bequem. Schmeckt sie dir? Ja, sie schmeckt mir sehr gut. Ich habe sie erst 20 Mal bestellt. Okay. So ein ganz neues Geschmackserlebnis für dich, wie du sagst. Und andocken. Das macht er immer sehr gekonnt. Mit seinem Außenbordmotor. Und schauen wir mal, ob Brock zu Hause ist. Selbstverständlich ist er da. Wir haben hier etwas. Hier wäre entzückt, dass aus diesen Opfergaben Rüstungsteile gemacht werden. Kanntest du ihn? Wie war er so? Wen interessiert das, Junge? Tier ist tot. Lass die Vergangenheit ruhen. Der Zwerg hat recht. Ausnahmsweise. Okay. Gerne, hab geöffnet. Er kann wieder andere Sachen machen anscheinend. Ne, die hatten wir eben schon. Genau das gleiche macht er, okay. Was haben wir denn jetzt neu? Was ist denn jetzt passiert? Entweder haben wir die Rüstung schon bekommen. Schauen wir mal rein. Rüstung. Anscheinend haben wir sie bekommen, ja. Rüstung. Brustrüstung. Oder doch nicht. Ne, haben wir nicht bekommen. Da hat er... Okay, hab ich's nicht verstanden. Oder wir haben die Erfahrung bekommen. Und er hat leider nicht aufgepasst, was rechts unten da kurz stand. Da steht ja immer, wie das heißt, glaube ich. Mhm. Mhm. Aber bei Rüstung ist ja ein Ausrufezeichen. Und da wir gerade alles abgecheckt haben, müsstest du bei Rüstung jetzt einmal nach rechts. Genau, was ist für ihn natürlich. Ach so, das ist sein neues Ding. Nee, die haben wir equipped. Nee. Es ist nicht so. Wir haben nichts bekommen, glaube ich. Okay, aber wir haben die Quest abgeschlossen, was auch gut ist. Dann lass uns jetzt weiter der Mainquest folgen. Okay. Wir erinnern dich, wir mussten nach Alfheim, haben das Licht geholt. Da erinnere mich dran, ja. Und jetzt hoffe ich, dass wir da oben auf dem Berg Progress machen. Schauen wir mal. Atreus ist neu ausgerüstet. Wir haben Fashion-Verbesserungen. Eigentlich müsste das ein Kinderspiel sein jetzt. Hm. Gut genährt. Hm. Ah, lecker. Lecker. Okay, dann schauen wir mal.
Oh, hier sieht was anders aus. Haben wir schon mal? Ja, aber sieht anders aus. Hier können wir jetzt nicht durch. Kann er die jetzt lesen? Ich kann sie nicht lesen. Nee, kann er noch nicht. Die Magie der Hexe verdeckt die hohen Stangen noch. Das spart uns Zeit. Sehr gut. Das finde ich sehr, sehr fair vom Spiel. War da nicht was zu looten? Da waren wir. Ist da noch was zum Looten? Das leuchtet so. Ich meine, wir waren ja schon mal, aber ich gucke. Eigentlich. Ah, nee. Eigentlich sind wir hier überall schon gewesen. Aber klar, manchmal ändern sich Dinge. Besonders wenn die Hexe da war. Mhm. Ah, ich mag diese Gegend hier. Gefällt mir sehr. Dunkle Höhlen. Mhm. Okay, weiter geht's. Und durch die Tür. Hier ist wieder der Boy. Hat der auch noch was für uns? Ich glaube. Seid ihr schon in Fafnirs Lagerraum gewesen? Da waren wir wirklich noch nicht, nee. Dann geht's hier weiter. Wölfe oder was? Oh ja, guck mal, ein Wolf. Sehr gut. Und jetzt. Wunderbar, die kommen nie wieder hoch. Ah, ich weiß auch, was wir machen wollten. Wir wollten unseren Talisman verändern. Erinnerst du dich? Na klar. Wir wollten nämlich nicht den Axtknauf, sondern, wo ist er denn? Bei Rüstung. Wir wollten hier nämlich den haben. Wir wollten hier dann einen Angriff machen. Genau. Das wollten wir machen. Okay. Ach ja. Und was wir auch noch gar nicht gemacht haben, seit der letzten Folge auch schon, wir haben die Wölfe gar nicht gerufen, die wir neuerdings haben. Stimmt. Die Rune von dem Bengel hat ja diese Wölfe. Stimmt, das haben wir auch nicht gemacht. Ja, das ist gut, dass du sagst. Das war nämlich Bengelknopf und Wolfknopf zusammen. Bengelknopf und Wolfknopf. Das war dann. Ich hab keine Ahnung. So. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie es ging. Das ging nämlich unter. Wo ist da? Ist der Typ? Nee, wo konnte man das ausrüsten? Hier. Fähigkeiten. Fähigkeiten. War das nicht Fähigkeiten? Nee, das ist bei der Rune. Du musst halt nur zum Bengel rüber. Jetzt einmal rechts. Mhm. Und jetzt auf das Ding rauf. Ja. Und jetzt wieder zurück. Und du gehst zu Waffen. Du bist bei Rüstung, musst zu Waffen. Das ist eine Waffenverbesserung. Ach so, okay, ja, stimmt. Machst das jetzt beim Bengel. Genau da. Da sind sie. Gedrückt halten, alles klar, so war's auch. Danke dir. Nein. Aber. Ich sagte nein. Schmeckt sie dir die Pizza? Immer noch? Selbstverständlich, ja. Ich habe schon gefragt. Ja. Oben angekommen auf dem Berg. Was macht man da immer, Dennis? Ich war so erschöpft. Das geht man erstmal in Après-Ski-Club, holt sich einen Glühwein oder fünf und macht eine Runde Pause. Hier ist er irgendwo, ne? Mhm. Das weißt du sicher besser als ich. Aber er spricht gerade noch so schön. Jetzt Alter, das ist ein Gesicht. Da waren wir schon mal. Kostet uns nur Zeit. Da geht's gleich mit der Main-Quest weiter. Zuvor, wie du schon sagst, einmal Après-Ski, einmal ein bisschen, ne? Mhm. HKT und so. Mhm. HKT, was warum das Komm, heißt. Komm, mach schon Pause, du hast selber dann nicht. Ich esse jetzt ein Stück Pizza, wir sehen uns gleich. Das war eine lustige kleine Pause, oder? Bisschen gegessen, habe ich hier ein kleines Pizzastückchen. Du hast auch noch Pizza im Mund. Hey, nicht mehr. Nee, das ist natürlich schon längst passé. Der kaut doch, der Mann, soll er auch ruhig. Denn ich bin ja noch am Pad. Und wir sind immer noch auf dem Berg. Après-Ski war so mittelgeil. Kratos hat keinen Bock mehr. Merkt, das ist nicht so seine Welt. Dementsprechend geht es weiter zum Gesicht, aus dem irgendwie ein ganz komischer, schwarzer Nebel rausfällt. Und da geht's jetzt hin, denn da geht's auch weiter. Okay, Main Quest. Main Quest. Ist der Boy noch bei uns? Hey, Boy. Ah, ja, so. You're very slow. Wieder der schwarze Atem. Was machen wir? Wir schauen, ob die Hexe recht hatte. Okay. Wir sind da, Leute. Ich drücke jetzt Kreis.
ist zu Ende. Okay, auf den Berg. Die Asche der Mutter, zu der Frau. Hätte sie gewusst, dass das Sonnenaufwand wäre, meinst du, sie hätte denn doch vielleicht eine andere Bestattungsart gewählt? Das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, sie wusste es vielleicht sogar. Weil häufig machen das Menschen ja, dass sie sagen, dass für die Familie nicht so fett der Aufwand entstehen soll und dass sie nicht, ach, ich möchte keine große Beerdigung so. Das ist bei Kratos Frau anders? Aber die Musik, merkst du das? Also das ganze Spiel ist jetzt wohlgesonnen. Das geht richtig deep. Ja, sie wusste es wahrscheinlich schon. Ich würde mich gerne einmal umdrehen. Darf ich? Erlaubt mir das Spiel gerade? Nee. Ich versuche jetzt nochmal zu Hause zu spielen, mit Kopfhörern. Um es wirklich laut zu haben. Ich wäre so ein Musiktyp. Nice move. Nice move. Dann klettern wir. Gute Erfahrungspunkte. Das sieht da vielversprechend aus. Pass auf, guck mal nach unten. Das ist, glaube ich... Siehst du, fast wäre so runtergefallen, würde das Spiel nicht lassen. Ich darf springen. Du darfst springen. Musst du auch, kannst nichts anderes machen. Darf ich nach unten, um zu gucken? Okay, dann geht's. Der schreckt mich immer, wenn der Bengel von hinten auf den Rücken gesprungen kommt. Ja, aber der kann gut packen. Da geht's weiter. Oh, das sieht auch geil aus, jetzt im Berg hier, das ist fantastisch. Ja, ne? Mutter meinte, die Riesen hätten die Berge von Midgard aufgesucht, bevor sie verschwanden. Free climbing. Sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß warum. Vielleicht sind sie zurück in ihre Heimat. Nach Jötunheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Ehrung eines Riesens? In der Nase sind wir gleich. Ne, erstmal am Mund natürlich. Natürlich ist der Mund ein Eingang. Der Mund, wir sind da! Mehr schwarze Atem. Oh, herrlich dieses Spiel. Hirschkopf habe ich noch nie gehört. Wer kann das sein? Kein Weg rüber, aber das ist eine Sandschale. Okay, einmal kurz gucken. Ich mache mal da hinten rein. Warum auch immer, ich mache es einfach direkt, okay. Ohne es irgendwas auszuprobieren. Dann gucke ich einmal hier lang. Wie konnte das passieren? Ich glaube, hinter dir ist mal. Das war der neue Angriff, ja, Mann. Mach nochmal. Und jetzt darf er den zweiten. Den zweiten macht er auch. Sehr gut. Der zweite. Oh, nee, doch nicht. Guck mal, wie lange er jetzt eigentlich ist. Ja, war aber schon ganz stark eigentlich. Ach, da ist dieser dumme Stein im Weg. Guck mal, das war der zweite Stein. Ja, läuft. Das war schon ganz gut. Oh, wie ist der denn darauf gekommen? Was denn? Die können wir noch nicht, ne? Diese Sachen können wir. Böse Feuertür, Alter. Warum machst du das kaputt? Harz in einer Höhle? Seltsam. Ne, bringt nichts. Okay, Wölfe rufen war übrigens gedrückt halten. Okay. Oh. Alles klar. Ich mag das gerne, wie Kratos diesen Stein trägt. Offenbar prüfen sie uns. Da, hier drauf. Meinst du, er ist böse? Ja, das sieht gut aus. Der gehörnte Riese. Okay, erstmal den hier. Was steht da? Kein Ochs am Joch, kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich je gekannt. Nichts gebracht. Der Boden. Das ergibt keinen Sinn. Irgendetwas fehlt. Nee. Hast du die Runen, mein Freund? Ist das die Antwort? Freiheit. Klar, das passt. Nur zu. Klar. Frelze. Ah.
Was passiert jetzt? Oh no. Oh, ich dachte eher an eine Brücke. Deine Riesen wollen uns noch weiter prüfen. Okay. Komm, wir spielen ein. Ja. Glaube ich auch. Aber ich mach trotzdem die Dinger kaputt. So kenne ich dich. Ja, oder? Ein bisschen was schmeißen? Klar. Passt der da durch? Ja. Nicht ganz, er macht die Tür auf. Besser, oder? Ja, besser. Erst nach unten, dann nach oben. Okay. Hier, die wird doch gleich. Oh Gott. Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh, du meinst das ernst? Ich meine es immer ernst. Warum mache ich das? Egal. Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich. Riesen sind nur ein Volk, die Alben oder das Hyldivölk. Sie müssen nicht groß sein. Die Weltenschlange. Na gut, in dem Fall heißt riesig tatsächlich groß. Aber es gibt ja nur eine. Kannst du hinschießen, kleiner Junge? Okay, wo sind wir hier gelandet? Weiß nicht, es ist aber irgendwie so eine ekelhafte Riesenfabrik hier. Oh, der wirft wieder Sachen. Das ist ein Hexentyp, Alter. Eine Hexe mit Feuer. Oh ne, nicht. Eine neue Hexe. Oh, und da drüben sind die Nachtmare. Oh, ich hasse sie. Mit Axtwurf, ne? Remember? Oder den Move hier. Geil. Ich will die wieder zurückschmeißen. Schieß auf mich. Schieß. Ah, zu spät. Okay. Na gut. Ja, der ist gut. Auf die Hexe hast du das gemacht. Cool. Ah, zu spät. Na gut, das bringt so nichts. Ich muss wirklich kämpfen. Mach eine kleine Übungsrunde gegen so von Nachtmare, kann man mal machen. So, jetzt hast du ja alle ein bisschen angeknuspert. Das hält nichts. Könntest du sie auch umlegen, dann hast du nicht so ein. Ah, Megama regelst das schon. Du regelst das. Hast du alles im Griff. Die Hexe ist invulnerable. Oh, schnell! Oh nein! Alter, das war aber knapp. Das wäre ja irgendwas passiert. Ich hab keine Ahnung was, aber. Oh nein, das ist echt schwer gerade. Warum ist das so schwer? Weil du die Leute halt nur halb tot machst und dann gehst. Ja, weil es nicht so leicht ist vielleicht. Na, machst du schon ganz gut. Guck mal, siehst du? Hast es. Wo? Einer ist da noch von den Typen. Der ist auch halb tot. Schon seit einer halben Stunde. Jawohl! Oh Gott, war das knapp. War das knapp, ey. Oh, fuck. Na gut. Aber locker bleiben. Da ist wieder ein Rätsel mit Runen. Das ist also wieder eine Kiste. Schauen wir mal. Oh, da lief eine Ratte über. Siehst du das hier? Ja, cool. Das war richtig cool. Okay, da ist oder oben. Ja. Also eins. Zwei. Und da leuchten Knödel. Müssen wir mal gegenballern. Mach mal. Mit dem Pfeil, ne? Ja. Oh Mann. Oh, Licht, geil. Hol die Eimer. Super. Geil. Super gut. Mach mit Pfeil. Nein. Schneller. Ja, okay, mach mit Pfeil. Nein, kann er nicht. Warum geht das nicht? Ja, auch nicht. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Cool. Schön. Komm, das haben wir doch noch schön zügelmäßig gemacht. Hacksilber, Hacksilber und Hacksilber. Super viel Hacksilber. Hacksilber für die ganze Familie. Das ist richtig. So, hier vielleicht, wo immer. Nee. Nee. Du suchst jetzt nach den Runen, ne? Um so ein bisschen checken, was du da machen musst. Ja, genau. Kletter erstmal da hoch, genau. Und dann ignoriere sie erstmal. Das geht ja hier schon einfach weiter. Das
ja krass. Oh, mein Arm. Und der Wolf. Und der Wolf. Oh, yeah. Und der letzte Schlag. Oh, aua. Alter Schwede. Okay. Ey, okay, okay, du bist dran. Was war das denn, Michael? Hast du glaube ich, gar nicht genau auf deine Energie geachtet? Ja, ich glaube, ja? Ich war einfach fast tot. Okay, aber jetzt habe ich lange gespielt. Ist doch okay, wenn du mal wieder ist dran okay bist. Ist okay für dich? Ja, ist vollkommen okay. In diesem okay, Moment. Wunderbar. Pass auf, ich werde jetzt hier voll absuchen erstmal. Weil für meinen Geschmack hast du hier die ganze Ecke noch nicht. Da siehst du mal, guck mal. Sehr gut. Naja, mehr als ein Rabe wird hier wahrscheinlich nicht sein. Trotzdem. Hier ist noch ein Steini. Siehst du den da? Der ist sehr verdächtig hier. Der hat aber kein Target. Ich kann den nicht treffen. Was macht denn überhaupt, wenn wir das betätigen? Welche. Kommen wir hier links? Nee. Man weiß es nicht, ne? Aber ich habe jetzt keinen Bock, dass hier. Naja, komm, eigentlich sind es nur zwei. Oder wahrscheinlich suchen wir den dritten noch. Ja, auf jeden Fall. Oder? Siehst du hier noch ein Secret, Alter? So, das sieht aber. Das sieht aus, als wäre das richtig lecker, das Wasser. Mega erfrischend und so. Sag mal, Boy, kannst du von hier hinten, wenn ich so mache. Boah, geiler Typ. Ach, hier darf man nicht rüberspringen. Shit. Was machen wir denn da? Ah, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich springen. Dummerweise gleiche Taste. Ja, aber wieso will er nicht? Der soll das machen, was ich will. Nicht seinen eigenen Kopf haben. Wir waren eben fast da. Okay. Dann gehen wir hier wieder hoch. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Scheiß auf R3! Sprungattacke! Ich habe nicht gesehen, dass auf einmal drei waren und dass ich keine Energie hatte. Ähnlich wie du, scheiße. Das sind auch diese. Man denkt, diese Pissgegner können einem noch nichts. Und ich renne dann immer rein und dann. Sind die doch doof. Alter, du hast dein Essen schon fast aufgegessen. Nicht schlecht, dafür, dass du eigentlich die ganze Zeit parallel spielst. Aber gut. Man nennt mich auch Vielfraßmann. Ja, ja, aber ich habe halt auch Belag drauf, so mit extra Käse. Das macht ein bisschen satter. Der Faustpunch ist geil. Ja, super. Da ist noch ein Kristall. Zwei Kristalle. Und da ist das dritte Ding. Oh! Das Wegschlagen sieht ganz geil aus. Aber dann ist der Gegner natürlich erstmal weg. Doppelangriff mit Wurfaxt. Schön getimter Sprungangriff. Jetzt haben wir da drei Typen. Einer ist runtergefallen. Noch einer ist runtergefallen und den haust du jetzt auch noch runter. Kannst auch mal einen Wolf holen. Siehst du, Alter, guck mal, der Typ weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Wo kommt der Hund her, Alter? Ja, das war cool. Gib mir mehr solch guten Tipps. Lock, yeah. Ah! Alter, nice. Und guck mal. Das war doch jetzt ein schöner. Das war ein schöner Kampf. Wow! Okay. Es leuchtete, mein Junge. Ja, ne? Oh. Aua. Okay, jetzt wird langsam heller. Jetzt müssen wir einmal wieder kurz schauen.
Da ist das dritte. Mhm. Dann gehen wir mal hoch, da ist noch ein... Dann wird hier wahrscheinlich, hier ist auch die Truhe. Und da sind auch die Zeichen drauf, nehme ich mal an. Sieht nicht so aus, wenn da Zeichen drauf, oder? Nee, die ist für draußen, ja. Hm. Aber die Zeichen brauchen wir natürlich. Ja, aber die, guck noch mal, die sind da an der Wand. Du musst nur genau... Bist ein bisschen... Wie sagt man? Zu schnell, ne? Ich bin ja gerade ganz schnell. Ja, ein bisschen schluderig. Mhm. Okay, du hast recht. Komm ich nicht hin, ne? An der Wand, hast du gesagt? Mhm. An der Wand. Ach, da oben. Oh, das habe ich echt nicht gesehen, du hast recht. Also, wir haben ein B. B wie Busen. Wir haben ein N. N wie... Nordpol. Okay. Und er. Richard. Oder okay. Dennis Richtarski. Also BNR. Das N haben wir schon. Oder war es ein anderes N? Das N haben wir schon. BNR. 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 Big Dinge? Naughty Rich. Big Naughty Rich, okay. Big Naughty Rich. Geht hier ab. Draugen hinter dir! Oh Mann. Auch noch so viele. Ja, gerade. Komm. Softball. Und gleich nochmal. Ah, schade. Und bam. Ah, du musst zweimal drücken, ha? Okay. Der ist aber. Slam. Auf, da kommt ein Feuerball. Oh, schön. Das ist schon wieder runtergefallen, der Fucker. Komm, einmal noch ein Slam. Slam! Da-da-dan! Da-da-dan! Schön, ja, wunderbar. Guck mal, da sind wir wieder da, wo wir herkommen. Du hast Potenzial. Alle tot. So, jetzt müssen wir einmal noch schauen. Ja, die ganzen großen Kisten, die hier auf der Brücke sind, ne? Ach, schön Hacksilber. Hacksilber. Eine Riesenkiste links. Jetzt hier ein Stück links, das ist die größte, da im Dunkeln, das ist die größte Kiste rechts, die wir je gesehen haben. Das sind zwei. Okay. Und da drin ist nichts. Fuck. Ey, jetzt müssen wir einmal noch kurz schauen. Ja, ich glaube am Anfang war vielleicht sogar noch ein Gang. Mhm. Also eben. Also brauche ich einen Stein, dann kann er das entziffern. Hast du schon angemacht? Ja, ne? Ja, wir brauchen jetzt einen Stein. Und dann kann er die jetzt, glaube ich, erst lesen, ob es einen Stein noch rein. Okay, dann. Hier ist nichts. Oh! Wow! Junge, was ist los? Warte mal locker, was ist denn mit dem? Der ist irgendwie... Schneid ihn mal durch, bitte. Und zack, schön. Ja, der hat so viele Symbole über sich. Wow! Alter Schwede, du bist down. Okay. Was hast du das denn gemacht? Der macht gut Schaden, der Typ. Weiß nicht, wie viel Energie du hattest, aber anscheinend nichts. Oder? Kann das sein? Manche machen dich aber auch sofort tot. Echt? Mit einem Schlag? Egal, wie viel du hast? Gibt's, aber ich weiß jetzt auch nicht. Ich weiß. Sieht aus wie so ein ganz easy Pimmelmann. Also. Ha ja, so ist es halt. Na gut. Ärgerst du dich ein bisschen? Ja, BNR musst du. Da ist auch der Stein, den du mitnehmen musst. Den musst du schon mal mitnehmen. Wie, den aber muss ich schon mal mitnehmen? Ich hab doch gar keinen Platz hier. Doch, der war doch eben da bei der Rune, weißt du? Da wollte der hin. Erinnerst du dich? Ja, warte, aber lass mich einmal kurz. Ja, mach mal. So, die Lichter anmachen, dass ich ein bisschen was erkenne. So. Ich soll ihn mitnehmen, so. Genau, da, warte ganz kurz, bevor du. Ja, Entschuldigung, ich bin auch dumm. Aber kannst du die Axt trotzdem benutzen gerade? Nee, ne? Hm. Bei dem BNR, erinnerst du dich? Nee. Okay. Weil ist da, das hier? Nee. Dahin, der Stein muss da hinten drauf. Da? Auf den Sockel. Aber jetzt schon mal B. Ja. Ist doch egal. Ja, du hast gesagt, soll den Stein mitnehmen. Wenn du hier... Gegner kommen? Ja, siehst du, kommen die Scheiß auf den Stein. Ich battle jetzt erstmal alle tot hier. Hö. Siehst du? Genau. Safety first. Ah ja, gar keine, was ist denn los? Das kann wahrscheinlich gleich, wenn du... Dann stell dich schon mal direkt ab und dann kommen die Gegner. Ich wette, dann kommen die Gegner. Draugen, hinter dir! Mhm. Düp-di-düp. Oh. Was ist los? Oh. Ah, schade, den Doppeldinger habe ich nicht geschafft hier. Das war ja scheiße. Ja.
Ja, schön. So, den. Da mal draufballern noch. Da kannst du mal draufballern. Mit dem Jungen. So, wie gesagt, BNR, jetzt kannst du mal wieder runtergehen. Okay. Nur was ist was? Ich glaube, es ist egal. Hauptsache, du findest die Runen. Mach hier mal ein R hin. Ja. N hattest du schon, es wird noch B. Wir sehen ja, ob es leuchtet vielleicht. Nee, sehen wir nicht. Da, okay. Sieht man von hier noch nicht. So, eins und die andere war, glaube ich, da, ne? N ist schon. Ach so, warte mal. Ist das das N gewählt? Das war das N. Entschuldige, das brauchen wir, das Zeichen. Nicht das andere N, oder? Das ist halt auch ein N. Was? Was ist denn das für ein N? Das weiß ich nicht mehr. Ich wusste nicht, dass es zwei Ns gibt. Ja, auch nicht. Ich glaube, das eher. Aber ich. Oh, wir müssen gucken, sonst bringt das nichts. Ich kann es nicht sagen, ja. Absolut enttäuschend. Okay, kleines oder großes N? Ja, ist so ein kleines. Kleines, okay, dann musst du noch rechts jetzt. Nee, dann musst du jetzt nach rechts. Ich muss hier nach rechts? Jetzt nach links, genau. Damit du das änderst. Kann ich das nicht von unten ändern? Ich glaube. Schwierig, ja. Okay, Das muss jetzt ein dann R. Machen wir da. Nee, ein B. Oh, fuck. Ja. Ich mach hier ein N hin. Ich mach hier das kleine N hin. B, guck mal, das ist jetzt offen. Das war's, glaube ich. Ja, das war's schon, ne? Ja, einmal zurück. Der kleine. Zurück wäre natürlich die andere Richtung gewesen. Aber du bist gerade so eigentlich einjustiert, ne? Einjustiert. Lass mal so. Nee, die leuchten ja nicht. Der hier leuchtet nicht. Der leuchtet. Sieh? Guck einmal, ich glaube, du hast es geschafft. Siehst du, das geschafft? Ficken! Oh, sorry. Wieso haben wir es denn schon geschafft? Wieso ist das so einfach? Man denkt immer und überlegt voll viel, verschwendete Kopfenergie. Das ist einmal alles so easy. Horn, 3 von 3, mehr Rage. Derbe, Alter, 3 von 3, mehr Rage. Mann. Super Rage extended. Woo! Geil. Cool. Guck mal, hier hinter leuchtet noch was? Nee, Bullshit. Okay, wir haben eine Truhe geöffnet. Aber. Geh mal bitte wieder zurück. Du. Oben auf die Brücke. Okay. Weil. Gab's nicht nur eine Seilbahn oder war das Einbildung? Ja, da gibt's eine ganze Menge Shit. Aber ich würde vorschlagen. Naja, wir wollen hier sind. Vorsicht, Junge. Vorsicht, Gegner. Gegner hinter dir. Die block ich einfach. Naja, das war der Typ, der mich mit einem Schlag getötet hat. Der? Ja. Drück R3. Drück R3. Ja. Ja! Okay, ja, bei dir hat das. Ach, jetzt kannst du auch die Rune lesen, natürlich. Rune lesen, Junge! Noch nicht? Achso, er muss dagegen schießen erst vielleicht? Okay. Geil, Junge! Sieh her. Jawohl! Schau an! Noch eine Markierung. Ach was? Okay. Das ist gut. Infos können wir immer gebrauchen, Dennis. Markierung? Wir haben Wissen erhalten. Willst du lesen? Der große Berg, selbstverständlich. Als der Berg noch kalt war, waren es Meloda und Onpreis, keine Ahnung wie sie heißen, die im Leben einhauchten. Rastlose Seelen aus weit entfernten Ländern, die von Met der Poesie gekostet hatten und auf der Suche nach Inspiration einander fanden. Und miteinander fanden sie eine tiefe Liebe. Sie erbauten eine geheime Brücke, die bis auf den Gipfel des großen Bergs von Midgard reichte. Dort errichteten sie ihre Feuerstelle und ihre Festung, um frei von Prophezeiung zu leben und nur sich selbst und einander zu kennen. Der Berg wurde zur Zuflucht für Ausgestoßene und Künstler, für Jötner und neue Freunde. Und viele weitere Seelen pilgerten zu diesem Licht in der Dunkelheit. Lasst uns selbst jetzt, da wir Schutz vor dem Sturm suchen, niemals den einst so einladenden Geist des Berges vergessen. Klingt, also die sei der Berg ziemlich toll gewesen. Mutter hatte immer ein Herz für Künstler. Ah, okay. Guck mal, der Berg hat ein Herz. Ja, das Herz des Berges. Finde ich gut. Wissen hinzugefügt. Okay, Dennis ist auf der Suche nach How to Touch the Ball. Ich guck mir den Shit mal an. Wenn ich schon mal am Pad bin, dann will ich mir auch mal Shit angucken. Du rennst da mittlerweile durch, Alter. Ja, ich bin einfach so geil auf diese Story. Sorry, du hast vollkommen recht. Ich bin ganz froh, dass du mich gerade bremst. Du hast vollkommen recht. Ich hätte eben auch noch nicht mal die Runen gesehen. Ganz schlechtes. Naja. Okay, also ich werde jetzt hier mal runter slittern. So. Und jetzt will ich erstmal diesen Bereich, wo wir die ganze Zeit sind, einmal systematisch absuchen. Weil zum Beispiel
Ja, da muss man ja auch noch irgendwie hinkommen, du hast vollkommen recht. Da, ah, den, ja, den brauchst du irgendwie. Zwei Gewichte anscheinend, ne? Ja, ob man die braucht, weiß ich nicht so genau. Also es könnte genauso einfach nur ein Deko-Element rechts sein. Unten, rechts unten, Dennis. Da, der Stein. Das ist die verlängerte Tatsache. Noch ein Lichtkristall. Geil, Junge, schön durch den Boden geschossen, Alter. Nice Phasing-Shot. Nice Phasing. Phasing-Shot. Ach nee, springen wir da nicht. Klopperei? Nee. Kann ich nicht da durchrollen? Ja, so macht man das nämlich. Okay, Heilung ist auch noch nice. Brauche ich nicht. Doch. Niemand braucht Heilung. Doch, doch. Ich mach das ohne gestorben zu werden. Doch, doch, doch. Brauchst du alles. Oh, geil. Oh, sieh dich mal um. Tot. Guck mal nach oben. Was ist denn hier? Ja, gleich. Lass mich erst mal kurz nach unten gucken. Okay. Und dann gucken wir nach oben, okay? Ja, okay. Ich mag unten auch sehr gerne. Ich mag es, wenn man sich umguckt. Ja, ja. Ich mag es, wenn unser Junge was sagt. Hier ist nichts. Nee. Voll lame. Super lame. Unten ist nichts. Hier hast du oben. Oh, hast du die Klötzchen. Hm. Nada. Okay, von dieser Kreisdrehung, ne? Wird dir ein bisschen schwer. Da muss ich mich kurz erholen, Dennis. Ja, ja. Dann lass uns kurz in die Werbung gehen, mein Junge. Sind dann gleich wieder da. Und dann zeige ich euch, wie man eine Axt in den Schädel steckt. Hättest du noch ein bisschen Chili dafür? Gerne. Okay, alles klar. Dann bis gleich. Rein. Tschüss. Na, kommt da noch was, Dennis? Nein. Nein, Dennis geht's gut. Und geht's mit gut. Mir auch, komm. GoPro, weiter. GoPro, warum sag ich denn GoPro? God of War heißt das. Super, super blöd. Komm, spiel das Spiel. So, wir waren zuletzt hier. Ich hau nochmal die Leichen runter, weil da oben leuchtet es auch noch. Hui. Oh, guck mal. Oh, da ist noch ein Fässchen. Gib mir meine Axt. Kommst du ans Fass? Ja. Ja, ich komme ans Fass. Keine Angst. So, schön, Heimat. Schön den Drop einberechnet, den Axt-Drop. Da kannst du sogar weiter. Hast gesehen gerade voll. Kommst du durch. Wo komme ich durch? Hier, da kommen wir her, du. Ja, stimmt. Ja, sonst nix. Das kennen wir alles. Hier haben wir schon geguckt, das ist die Brücke. Und hier haben wir eigentlich auch schon gescannt. Also weiter geht's. Cool. Okay, das wohin eigentlich? Das ist die Frage. Haben wir hier schon alles abgesucht? Nee, da waren wir. Nein, geht's hier weiter wahrscheinlich. Also hier ist ein... Da Film. Kann man nur... Das ist versteckt. Ich sehe absolut nichts. Ist hier irgendwo so ein Lichtäumel? Wir haben ja neuerdings so ein geiles kleines Licht. Ist das etwas? Ganz kleines Licht haben wir. Hoch die Tassen. Cool. 1, 2, 6. Okay, ich finde es aber schön, dass du versuchst, so die alten Ritter nochmal schön zu spalten. Naja, das trennt ja die Spreu vom Weizen, ne? Wenn man jetzt hier noch geil, wenn der jetzt noch einen Ragdoll hätte und ich den zerteilen könnte, dann wäre das was, worauf ich Bock hätte. Okay, das ist doch das Bäschen. Ja. Genau. Was haben wir? Da kommen wir her. Okay. Hier geht's nicht hoch. Hier haben wir die Leute gekämpft. Hier ist so links, rechts kann ich nicht viel machen. Oh, hier mal gucken. Ja, Wasser. Da ist Nebel. Nicht ganz geil. Jetzt? Wir gehen weiter, Junge. Nerv nicht. Da, was ist das? Das sind Leichen. Ah ja, verstehe. Ein Haufen Leichen. Oh, ja, gefällt dir eine besonders gut, dann würde ich da einmal reinschneiden. Ja, die fand ich fantastisch. Dankeschön. Guck mal, wie super wäre das jetzt, wenn ich 20 Leichen auf einmal teilen würde und die Körperteile durch die Gegend fetzen würden. Das wäre... Aber das finden wir ja. Ja, das wäre fantastisch, aber muss schon sagen, dass dann der Kratos auch einfach... Weißt du, der hat dann auch irgendwie einen komischen Job. Eigentlich ist das der Kriegsgott, aber er hat so Langeweile, dass er nur noch Leichen spaltet, weißt du? Was ist das ist nicht würdig, das ist nicht Kratos würdig. Ja, aber er ist ja ehemaliger Kriegsgott, ne? Das sind einfach nur noch Erinnerungen an alte Tage. Und jetzt ganz schön viele Leichen. Okay. Ich drück mal nur nach vorne, ich glaube nicht, dass hinter uns was ist in dieser Passage. Spinnweben, weggepuncht, Alter. Sag mir, was du siehst. Ja, mach das mal, weil ich sehe nichts. Menschen aus, nicht Riesen. Richtig, Diebe auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Ja. Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Okay. Jetzt. Rückseite. Jetzt geht's gleich ab. Geil. Wir sind beim Hirschmann.
Genau, erstmal zur Truhe, na klar. Ja, ja, gleich, warte. Ich muss immer erst, die Spiele sind ein bisschen unterschiedlich, glaube ich. Ich muss erst den kompletten Durchblick haben für einen Raum. Also gleich gehen wir da rein. Mhm. Oder? Hier gucken wir nochmal. Ich brauche die Leuchteaxt. Ist das schon drauf? Das ist auch interessant. Das ist alles interessant. Hier kann man lesen und du hast natürlich vollkommen recht. Als erstes holen wir uns dann die Truhe. Das ist Hirschmann. Ja, Hirschmann kriegt nochmal einen hier an seinen Zack. So. Oh, das ist schön, schöner Move. Halt mal die Axt. Bitte. Gutes Moveset, habe ich, muss ich sagen. Ja, ja. 1400, nicht wenig. So, dann gehen wir erst hier rein. Hatte das schon. Ja, genau. Junge, hierher. Ja, Vater. Oh, wieder ein von den Spruchrollen. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Ha! Neue Schriftrolle. Okay. Ein grüner Stein. Ja gut, vollständig Heilung. Schriftrollen. Glück gehabt, dass die erste, die wir gefunden haben, die wichtige war, ne? Ja, voll. So, zack. Bam. Nichts. Kann Atreus noch irgendwo drauf schießen da? Ja, hier zum Beispiel. Kannst du das lesen? Ja. Oh, das ist Dödathror. Einer der vier Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jötunheim, wenn die Riesen schlafen. Ob er noch dort ist? Ich weiß es nicht. Hattest du den Jungen schon dagegen schießen lassen? Ja, ne? Wogegen? Gegen das blaue Ding hinter dir? Ja. Ja, das war nur Licht, ne? Nur Licht. Okay, was ist das? Krasses. Ich habe aus Versehen dreimal hintereinander die falsche Taste gedrückt. Ey, wie okay. Voll und der Typ. Was ist denn jetzt? Wieso leuchtet das? Ich check's überhaupt nicht. Was ist hier los mit diesem Spiel? Ich schneide dich durch, okay? Ja, okay, ich wollte gerade sagen, er ist stark, aber... Er ist nichts, guck ihn dir an. Er macht nur ganz gut Schaden. Schön, okay, sehr gut. Bestraft. Sie haben wohl alle erledigt. Ah, wir sind auf der anderen Seite von dem anderen Ding. Ja, ja, ich erinnere mich. Wir brauchen wieder den Dödel. Weil nicht. Du konntest den aber nicht von draußen abtrennen oder so, ne? Nee, das, ach, das macht keinen Sinn. Meinst du hier mal reinschlagen oder was? Nee, nee, entschuldige, ich meine. Weißt du, wie das aussieht vom Dichten? Wie richtig leckeres Candy. Richtig lecker. Mit Kirsche und allem so. Und Magma, ey. Und leckerer nee, Magma. Oder echt, guck mal, also hier sieht es am leckersten aus mit der das stimmt, Farbe. Das stimmt. Wenn du dich reingehst, sieht es wieder ein bisschen ungesund aus. Aber das hier, wenn man sich da zu Hause, weißt du, stell dir mal vor, es würde Candy regnen. Und du hättest so Eiszapfen bei, wo du überall nur abbrechen musst, dann hast du lecker hier. Boah. Ich würde es tasten. Es ist halt super klebrig, aber da musst du dann auch durch. Ja, ist scheiß auf Zähne. Ja, will ich. Da muss man durch. Okay, also wir haben hier Leuchte gelötet, das haben wir schon angeschossen. Jo. Wir kommen von hier ja. Und dort ist immer noch das Ding. Das kriegen wir, indem wir jetzt erstmal hier lang gehen. Genau. Dann löst sich das Problem gleich. Rechtes potenzieller Gegner. Genau. Der da? Kommst du darauf? Den noch anderen mal, auch noch! Noch mehr drei? Ja. Nein! Bam! Scheiße, da habe ich falsche Taste. Das wollte ich gar nicht, meine Rage aufbrauchen. Kannst du dich stoppen, die Rage? Wir noch zum Gipfel. Ja. Wir finden schon einen Weg. Okay. Schade, ich wollte diesen anderen Move machen. Dann bin ich verdrückt. No thing. Da geht's durch, aber wir checken erst nochmal hier. Ach, guck mal, das. Oh, das. Ja, genau, das Mechanismus. Das geschulte Auge hätte das sofort gesehen, dass dieses Holz hier unzerstörbar ist im Vergleich zu dem anderen Holz, was sie seit Tagen durchschlagen. Das ist richtig. Da kann der Boy nochmal. Ich mag es, wenn ein bisschen heller ist, das gefällt mir sehr. Ja, ja. Der höchste Gipfel der Welt. Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein, ihre Bitte erwartet sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Ja, du hast recht. Da passiert irgendwas. Hier nochmal runter. Ist mir irgendwie echt zu dunkel. Also deswegen brauche ich vielleicht ein bisschen länger, weil ich hier doppelt gucken muss. Da links kannst du noch was machen. Ja, Sekunde. Ich will einmal kurz. Wir kamen hierher. Mhm. Genau. Und haben jetzt die Möglichkeit, hier hochzuklettern und da genau. Durchzuklettern. Also gehen wir erstmal durch, okay. Würde ich sagen. Ja. Das sieht irgendwie nach geheimer kleinen Mini-Höhle aus, aus der wir gleich wieder rauskommen. Ja. Ich bin ganz bei dir. Denn ach, guck mal. Denn du bist jetzt auch da. Okay. Schöner Grabraub wieder. Geil.
Guck mal, sogar Weed liegt das noch Symbol dabei. Des Trotzes. Hui. Symbol des Trotzes. Hier ist nix. Das war's auch, glaube ich, mit dieser Höhle. Mhm. Hier leuchtet sonst nicht allzu viel. Nichts zum Werfen mehr. Ich gehe wieder raus, ja? Ja. Sehr gerne. Und dann hoch hier das Wandgekletterer, ne? Jo. Let's do it. Kletter, kletter, kletter. Kleiner Boy, jump auf meinen Rücken. Was geht ab? Ah, jo, okay. Okay, okay. Da sind Runen. Mehr geheimnisvoll. Ich vermisse so ein bisschen, früher war es bei God of War, bei allen anderen Teilen immer so, dass man hier auch nochmal gekämpft hat, während man geklettert hat. Es ist dein Name, glaube ich. Ach, stimmt. Heißlir. Das heißt Schrecken. Okay, das wird wahrscheinlich super. Da kannst du mal abwerfen vielleicht. Nee, geht nicht, hab ich gerade probiert. Ich kann nur springen. Kannst du hier nach unten eigentlich? Von unten könnte ich mal probieren, den abzuwerfen, das werde ich machen. Genau, aber kannst du da auch runter gleich? Probier das auch mal. Hier passiert nichts. Das war der falsche, hast du gesehen? Das war der falsche. Ja, ja. Also hier könnte ich wieder runter, aber dann das muss ich ja wieder hoch. Deswegen. Der Bifrost erleuchtet. Oder was meinst du? Ja, das meinte ich erst. Okay. Hey, wer hat wohl diese Fackeln angezündet? Die Toten brauchen kein Licht. Augen offen halten. Das gehört, hier gibt es wohl Gegner. Guck mal, wir sind ein Stück weiter oben. Mhm. Aber nichts mehr zu entdecken für mich. Für dich. Hier, mit meinem Auge gerade. Ich geh mal hier. Vorsicht, der lebt bestimmt. Nee, der lebt nicht. Hier kannst du mal so ein Seil runterlassen. Machen wir, ne? Das ist gut. Wo sind wir? Sind wir denn? Achso. Pass auf, ich mach das einmal, dann wissen wir, wo wir sind. Ja. Nämlich im pechschwarzen, dunkeln. Ja, wahrscheinlich Vorsicht. Irgendwo. Also jetzt war der Autrios. Ach, wir sind direkt hier unten. Alles original. Da. Was ist das denn für eine Abkürzung? Ja. Ja, stimmt. So 20 Meter. Ist okay. Vielleicht bringt uns das nochmal was. Aber jetzt ist doch schon wieder oben, also von daher gut gelöst. Hier ist nur ein bisschen hier ist nix. Licht. Hier. Nee, da ist nichts im Dunkeln. Wir gehen diesen Weg lang. Da ist ein Ausgang und hier ist auch noch was zum Klettern. Das müssen wir natürlich erstmal. Oh, da müssen wir natürlich runter. Das ist klar. Hui! Guck mal, Kratos. Der wird doch gleich bestimmt geklopft. Wieso leuchtest du jetzt nicht mehr, Kratos? Was ist das Problem? Du hast doch eben so eine schöne Taschenlampe gehabt. Ja, ist sie wieder. Hä? Ja, ein Wackelkontakt. Das kenne ich, habe ich zu Hause auch. Diese Taschenlampe, besonders diese LED-Dinger. Da musst du mal draufhauen und dann gehen die wieder. Du, ich. Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, er ist hier schon wieder zu nah am Ausgang. Lass das. Ach Mann, ich wollte nur. Schon gut. Aber hier ist er ja. Es liegt auch schon wieder. Ja, das macht keinen Sinn. Ja, okay. Das ist vollkommen recht. Rechts und links ist nichts. Ich bounce das hier mal ab. Wir haben hier rechts eine Kontraption, wie sagt man? Ein Mechanismus. Genau. Aber das hier sieht noch ganz lustig aus. Wackellustig. Das gefällt mir. Das ist eigentlich genau das, was du willst. Das passiert, was du drauf hast. Hier ist was passiert, oder was? Ja, sie wackeln. Das ist das, was du willst? Das ist für dich alles, was du an Feedback im Spiel liefern kann? Ja, das finde ich ganz gut. Na, ich halte mich ja zurück so ein bisschen. Ne? Okay, okay. Finden ja alle mega cool. Ich warte noch auf den Moment. Okay, hier. Ah, guck mal, hier kannst du Steine bewegen, schätze ich. Das sieht aber cool aus. Ne? Richtig also, diese Konstruktion, was ist das? Ein Turm? Das sieht richtig stark aus. Hier ein geiler Haken, Alter. Herz des Berges. Was ist das alles? Wo sind wir? Eine Mine. Und wenn diese Kralle zum Gipfel reicht, sind wir fast am Ziel. Wow. Ah, okay. Geil. Neue Mucke hat's gebimmelt. Ja. Also, wir haben hier wieder unzerstörbares Holz. Das ist eine Truhe. Drüber rollen, wo bist du, Bengel? Rage kannst du wieder auffüllen. Das ist gar nicht so dumm eigentlich. Hä? Ah, okay. Ich glaube, du hast. Ja, egal. Versehen Hund gerufen. Als soll hier irgendwas drüber rollen. Das können wir noch nicht. Wieso können wir das noch nicht? Brauchen wir da noch einen neuen. Irgendwas Fähigkeit müssen wir noch. Ja, irgendeine so? Fähigkeit brauchen wir noch. Okay. Da ist eine sehr massive Tür. Irgendwie siehst du was? Ein Minenwagen. Ja? Kann doch nützlich sein. Ja, siehst du, da könnt ihr draufschießen, ja. Ist recht. Schau ein bisschen. Out of range.
Sieht echt stark aus. Hier kann man hoch. Kann ich das auch von hier? Nee. Nee. Das ist auch echt Arsch hoch. Wir gehen weiter links an der Wand lang, entgegen den Uhrzeiger, nee, mit dem Uhrzeigersinn einmal durch die Höhle, gucken gleich in die nächste Etage. Das ist ein Gegner? Der kann nix. Ja, okay. Bengel, Alter. Fackel ist eine Maschine mit Zahnrädern und Seil. Wozu kann die gut sein? Hm, komisch. Okay, ich mach weiter im Programm. Wir gehen hier mal links. Am ersten Mal alles looten. Looten, looten, looten. Hier ist nix. Hier ist auch nix mehr. Auch nix. Und hier kann man nochmal hoch. Und dann sind wir da. Hier ist nochmal. Hier ist der Eingang, oder? Was ist das? Kamen wir da her? Nee, da kamen wir nicht her. Kamen wir nicht her. Hier ist noch super spezial verborgene Kammer. Drück nochmal drauf, bitte. Ob wir die öffnen können? Nee, ne? Ja, machen wir gleich. Warte, lass uns einmal kurz. Heilung kannst du auch nehmen. Genau, wir nehmen mal die Heilung. Also, wir haben zwei offensichtliche Optionen. Hier ist die dritte. Mhm. Durch die Kammer kommst du nämlich nicht durch, meine ich. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt die Fähigkeiten erlebt haben, da durchzukommen. Weil sie ja überall in der Welt sind, die verborgenen Kammern. Bislang konnten wir noch keine einzige benutzen. Du meinst von den roten Dingern, ne? Die verborgenen, nicht die roten Dinger, die verborgene Kammer, wo du eben vorstarrst. Ach so. Ich glaube nicht, dass wir durchkommen. Okay. Hier ist das Ding, das ist die Endoption, die wir am Ende machen. Ja, und da kommst du her. Und da, da das wir, ist der, das können ist wir die Tür wieder aufmachen. Genau, dann gehst du durch, ja. Okay, da wird bald was runterfallen, ne, mit dem Kran, wenn wir gleich so einen Stein aufheben, dass wir da hochkommen. Mhm. Also wir fangen an hier mit dem Durchzwängen. Alter, ist das dunkel, ich sehe halt einfach nichts. Nee, du bist auch noch nicht da, glaube ich. Hier ist nur, wieso mal habe ich so ein Leuchteding, mal habe ich das nicht. Ich weiß es auch nicht, was, wieso? Jetzt leuchte ich wieder, wieso? Kannst du mir das erklären, wieso leuchte ich manchmal? Was ist das? Komm, Junge. Ich weiß es nicht. Silber? Stahl, cool. Okay, du hast also die geheime Kiste gefunden. Ja, eine kleine Kiste haben wir. Da ist aber noch viel mehr. Hier kann man durchgucken. Aber ich gehe wieder raus. Mehr sehe ich nicht. Guck nochmal hoch. Nee, mehr sehe ich auch nicht. Aber ist ja auch schon was. Ja. Mhm. Boah. Junge. Okay, rechts weiter. Oh, warte, hier ist noch ein Dödel. Wozu das ist? Kannst du irgendwie diese... Das bewegt sich leicht. Körbe runterschießen? Nee, ne? Nee. Da oben? Das ist sehr weit aus. Wenn, dann wäre es auch eher so ein Axtding, aber ich glaube auch, dass es... Ja. Genau, die Tür wirst du nicht öffnen können, aber probier es ruhig aus. Wir probieren es aus, genau. Das ist die Ecke. Tür ist verschlossen. Ziemlich gut verschlossen. Ach, shit. Genau, schaffen wir noch nicht. Ziemlich gut verschlossen. Zu gut für Kratos und seinen kleinen Sohn. Hier das links Ding kann man nirgends hin. Auch oh, was lesen. Cool. Kannst du das lesen? Ja, das liest es doof. Das ist lustig. Danke. So. In einer Handschrift steht hier nur Jötner. Und in einer anderen und auch Zwerge. Schreiben wir auch was? Nein. Okay, dann geh doch mal da hoch. Ja, ne? Ja. Hopp! So, mein Licht ist wieder. Oh, die jetzt Maschinen Licht nur ein bisschen. Es ist dieser Wackelkontakt, ich sag's dir. Aber das Mauerwerk eindeutig. Die Russen haben nicht. So, wir sind hier an diesen. Na, kann er drauf schießen auf diese Wurzeln? Nee. Okay. Kannst du noch was kaputt machen? Ja, ich kann so einiges kaputt machen hier. Ich mach den ganzen Laden nämlich auseinander. Okay, da kommen wir also offensichtlich auch noch nichts weiter. Nee, nicht so richtig. Ich kämpfe mich hier noch an der Wand lang. Es tut mir wirklich leid, aber der Bildschirm, den wir hier haben, macht alles nochmal 10-mal dunkler. Und sobald es etwas dunkler ist, sehen wir wirklich gar nichts mehr. Das ist korrekt. Schönes. Oh, guck mal, der hat jetzt... Schöne Kopf im Holz, ne? Ja. Aber Glück gehabt, dass das Holz sich schnell auflöst. Achso, dann sind wir wieder hier oben. Wir sind einmal rum. Hier ist wieder so eine... Hier ist der... Hier ist ein Haken, der kleine, der große ist da hinten. Aber die kannst du nicht steuern. Welcher ne? Kran ist das eigentlich mit dem? Ach so, wahrscheinlich der, ne? Ja, aber denke ich mal. Irgendwie so. Sehen wir gleich.
Okay. So, haben wir noch einen kleinen Durchgang vergessen hier? Oder haben wir alle? Nee, hier war keiner mehr. Hier war keiner mehr. Nee. Dann haben wir hier alle von den Dingern, die bringen wahrscheinlich nur Licht. Vor dir, was ist das gewesen? Kann ich nicht. Da, geradeaus. Kannst du das durchbrechen? Oh, wunderbar. Sehr gut. Kleines Trülein. Das ist ein Hacksilber. Nicht wenig, ja. 1446. Ja, in Dark. Können wir gar nichts machen. Dann geh doch mal zum Drehrad, oder? Geht das nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, können wir wirklich noch nichts machen. Okay, dann gehen wir zum Drehgelöt. Alles klar, du hast recht. Dann lösen wir jetzt diesen Raum auf. Oh, den auch noch kaputt hauen. Den da? Das mag ich nicht. Genau. Oh, der wollte aber jetzt nicht. Jetzt aber. So, die drücken wir jetzt. Ich bitte drum. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können... Oh nein! Das Seil steckt unter dem Felsen fest. Das war leichtsinnig. Ich weiß. Tut mir leid. Mhm. Okay, jetzt musst du den Feld zurückziehen. Und Gegner kommen. Nice. Weißt schon, die da los sind. Wo ist mein fucking Axt, Alter? Ich hab meine Axt vergessen. Wie kann das sein? Mach Rage. Rage my ass! Boah, die machen gut Damage jetzt, Dinger. Sehr schön. What? Fuck you, Sir! Was? Ach, zu früh weg. Zu früh wiedergeholt. Achte auf die dummen Feuerangriffe von denen. Oh, verarscht. Wow! Alter, hast du gesehen, wie der gesprungen ist? Physikalisch komplett unmöglich. Was der da für eine Beschleunigung hat, der aus dem Stand. Ist ein Drauger, der hat gute Powerwaden. Basketballspieler war. Gute Powerwaden. Ich freue mich sehr, ich bin wieder dran. Aber das ist ein schönes Spiel. Ach, halt's Maul. Du freust dich mega, dass du jetzt dran bist. Ich wollte dich eigentlich heute erst wieder 2019 drankommen lassen. Okay, aber ich muss mich jetzt konzentrieren, einmal ganz kurz. Na gut, was heißt das? Soll ich die Schnauze halten? Nö, kannst du auch was erzählen, ist mir egal. Komm, mach dich platt, Alter. Gegen drei so Pimmeldudes. Guck mal, einen hast du schon runtergeschmissen. Die können gar nichts. Der ist schon tot quasi. Aua, das tut bestimmt weh. Und den anderen auch noch. Ins Knie. Ui, der kam von der Seite. Da wollte er nicht warten. Oh ja, der ist ja böse. Hey, wo bist du? Rage aktiviert. Gegner tot. Einer ist da noch. Kannst die Rage wieder mit Doppel ausmachen. Genau. Sehr gut. Brauchst du ja nicht so richtig. Ich glaube, ein Typ steht da noch, den brauchst du so eine Axt zwischen die Stirn. Ja. Ja. Schön aufgeladen. Den brauchst du nicht mehr zurückholen, ist ja schon tot. Okay, wo kamen sie her? Die kamen da aus diesem Loch. Okay. Atreus, hier. Da rechts fliegt ein Vogel. Ah, normal. Normal. Und. Ja, ah, nee, aber der sieht gut aus. Ah, Stück. Sehr gut. Nicht daran, wieso? Ja, wieso nicht?
Es ist ein Berg. Groß. Ah, der Armvogel. Okay, ich bin super dumm. Okay. Aber doch geschafft. Sehr gut. Okay. Jetzt einmal wieder Überblick bewahren. Okay, da ist erstmal der Schmied, ne? Das ist gut. Ah, kauf dir da gefragt, mal was. Der die Drogar im Berg geweckt hat, war ja klar. Was darfst du in diesem? Also, 18.000 Hacksilber, wir können auch ganz viel verkaufen. Waffenverbesserung verfügbar, Klauenbogenverbesserung, das wollen wir auf jeden Fall. Klauenbogen verbessern. Er hat Fallschaden. Machen wir. Und jetzt können wir nämlich auch neue Fähigkeiten benutzen bei ihm. Neue Fähigkeiten. Du wusstest die ganze Zeit, wie man den schwarzen Atem umgeht. Jetzt glaub ja nicht, ich hätte euch daran vorbeibringen können, Fleischberg. Ich habe Wege, fast überall vorbeizukommen, vor allem hier oben. In früheren Zeiten kümmerte sich mein Volk hier um alles, hat die Jötnar Fallen verbessert und Wege erbaut, um sie zu umgehen. Deshalb sind sie auch so hinterhältig. Oh, da fällt mir ein, pass auf Fallen auf. Okay, Fähigkeiten, weil anscheinend kann unser Junge, alles klar, eine Menge mehr. Lichtpfeile für so eine größere Explosion für 1,5. Lichtpfeile verursachen bei Gegnern deutlich mehr Betäubungsschaden, auch für 1000. Dann haben wir hier noch. Erhöht Fallschaden und Nahkampfschaden deutlich, finde ich sehr gut, für 1,5. Und erhöht die Feuerraten. Okay, wir machen erstmal Skillung für unseren Boy. Du bist damit einverstanden, ne? Ja, mach! Naja, Explosion. Weißt du was, wir kaufen mal. Wir skillen ihn einfach. Ich skill den jetzt durch. Du bist Fan von dem Jungen, weil irgendjemand das in die Kommentare geschrieben hat. Ich find's jetzt auch geil. Also okay. Er ist auch wirklich stärker geworden. Okay, wenn du das sagst. Also, muss ich sagen. Wir haben hier halt noch nicht so... Können da nicht so wirklich coole Sachen jetzt hier wieder neu erlernen. Level 4 würde ich halt gerne machen. Mach mal deine Axt geil. Okay, dann mache ich hier Permafrost mit jedem Treffer. Das ist ein Dauerding. Okay. Alles klar. Dann schauen wir mal weiter, was es hier so gibt. Ach stimmt, ich darf da oben noch hoch. Das mache ich jetzt auch noch, glaube ich. Darf ich doch nicht. Wie, du darfst nicht? Darf ich nicht. Ich kann wohl von da oben kommen, aber darf ich nicht lang. Dann hier vielleicht? Wie kann das sein? Das war bis jetzt hundertprozentig jedes Mal das Zeichen für hochklettern. So, jetzt bin ich auch oben. Warte, das kann nicht sein, dass ein Ding dann nicht geht, oder? Jo, kann man durch. Geil, voll das Secret entdeckt, das ist wichtig. Okay. Da ist richtig cool, wenn hier der Wischiwaschi weg ist, sehr gut. So, was haben wir hier? Kiste, sehe ich doch von hier. Unser Superstein. Geil. Hacksilber. 1380 Mark. Wir brauchen Rage eigentlich. Guck mal, das ist ein super Spezial... Wechselstein. Wie? Das war ein super Spezial Wechselstein, seine Farbe gewechselt. Ach so, deswegen sah der so lustig aus. Ja, voll. Da kann ich jetzt gegenhauen. Mach mal. Boah. Boah. Nee. Jetzt geht's wieder langsam zurück. Wir kennen doch das Spielchen. Ja. Das muss ich eben ganz kurz gucken. Hier, links, durch da. Du, da kommt Stacheln aus der Wand, ne? Ich würde da... Okay, da. Sorry, Junge, wir sind schon durch, bevor der Dialog beendet ist. Ah, das mach ich noch eben, liebe Regie. Hier noch Bam! Tür ist auf. Und schnell noch gucken, da darf ich nicht durch. Hier. So. Und da. Oh, guck mal. Neuer Raum. Neuer Raum. Und das ist doch ein Raum, den wir wahrscheinlich jetzt erforschen werden. Wahrscheinlich machen wir das aber nicht genau jetzt, sondern. Du bist immer so mysteriös, wenn es auf die Werbung geht. Nee, es ist nicht die Werbung. Es ist schon die Folge wieder. Hier ist schon Ende? Ja, ja. Oh Mann, ey. Ich würde so gerne jetzt noch. Machen wir ja auch. Ja, wir beide bleiben ewig hier. Wir bleiben ewig hier. Noch ist draußen hell, aber noch haben wir Energie. Ich kann noch halb gerade sitzen. Ich kann noch halb gerade sitzen. Sich doch mal gerade hin, Mann. Hast du nicht irgendwie irgendwas Metall gelöt, was denn müssen wir? Du hast recht, ist doch viel angenehmer so. Ist mega angenehm. Okay. Du, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Episode wieder. Dennis? Okay, Dennis ist richtig begeistert, deswegen spiele ich auch gleich wieder weiter, weil ich am Pad bin. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, Kommentare bei YouTube oder im Forum. Ich lese mir den ganzen Kram durch und sag Dennis dann, dass wir den Jungen skillen müssen, weil irgendjemand eine Forum geschrieben hat. Er ist aber auch stark. Alles klar, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. What?